Hallo, ihr Lieben, ich begrüße euch sehr herzlich zu einem neuen kleinen Einblick in die Liebe anlässlich des Einzugs der Venus in den Krebs. Ja, wir haben es hier mit liegen, ich habe es euch ausgelegt. Die Venus, die ja für Liebe und Schönheit, für die Weiblichkeit steht, ne, für das Fühlen. Ebenso der Krebs steht auch für tiefes Empfinden, tiefe Gefühle, Empfindsamkeit, auch für die Themen Familie und ja, der häusliche Bereich auch, ne, der einfach auch so ein bisschen abgegrenzte Bereich. Ja, in Kombination geht es, ne, um, ja, darum, ja, wie fühlt man sich, ne, in der eigenen Beziehung, im Zuhause, im Miteinander. Ne? Da wird Aufmerksamkeit eben stärker auf die Gefühle gelenkt. Ja, fühlt es sich gut an, das Miteinander? Oder wo darf es hingehen? Ja, was darf sich da verändern? Ja, die Venus, ne? Also das ist die weibliche Seite in uns allen, egal ob Mann oder Frau, hat jetzt gerade so stark das Bedürfnis, in dieser ja im stabileren familiären Rahmen hineinzukommen, ja, Liebe zu bekunden, Liebe zu empfangen, in einem Fluss ins Miteinander zu kommen. Schauen wir mal, wie sich das energetisch so zeigt und auswirkt. Ich habe diesmal leider nicht für jedes Sternzeichen eine eigene Legung geschafft. Wir wollen jetzt hier einfach allgemein hineinschauen. Bedenke natürlich, es ist eine allgemeine Legung, eine allgemeine kollektive Legung. Zeit ist vielleicht da so ein Stück weit auch fließend, ne? Auch wenn die Venus ja ungefähr 3 Wochen jetzt hier im Krebs sein wird. 3, 4 Wochen, ne? Seit dem 18.07., also seit Montag. Ja, schauen wir, was es bringt, ne? Ob es ja vielleicht einfach auch stärker zueinander bewegt. Ja, gerade auch, ne? Die Männer, vor allem, ne, die Männer oder, ne, die sonst sehr männlich geprägte Seite in der Beziehung, im Miteinander, auch Wunschpartnerschaften, ne, oder ja auch unter Singles, ne, doch mehr in Richtung Beziehung hinleitet. Wir werden sehen. Ja. Wir schauen hier auf deine Position, die des Gegenübers, ja, und eures Miteinanders. Dabei kann das Gegenüber auch jemand sein, der eben noch nicht offensichtlich ist, ne, der sich jetzt vielleicht auch im Laufe der Zeit einstellt, ne, aufgrund dessen, ja, dass da angetrieben wird hin zu Liebe, Miteinander, Familie, ja, Gefühle zeigen. Ja, schauen wir mal. Ne? Jetzt schauen auf die aktuelle Position. Und dann darauf, wie sich die Venus im Krebs forthin auswirkt, ne? Was sie so mit sich bringt. Ja, schauen wir. Für dich, für dein Gegenüber, für euer Miteinander in der aktuellen Situation. Ja, es kann sich ja auch zeigen, dass ihr noch nicht eines Weges geht. Wie wirkt sich die Energie der Venus im Krebs aus für dich, für dein Gegenüber, auf euer Miteinander? Ja, schauen wir mal, was zeigt sich hier für dich? 7 der Kelche, also deine aktuelle Situation ist sehr bestimmt entweder von Träumen, von intensiven Träumen, Wunschträumen, ne, hinsichtlich dessen, dass ja ein Gegenüber sich da vielleicht einstellen mag, ne, intensive Gefühle, aber vielleicht hast du hier auch so deine Auswahl, ne, an Verehrern, an Kandidatinnen, Kandidaten oder an verschiedensten Möglichkeiten der Lebensgestaltung, ne? Dass du mit verschiedensten Dingen in den Fluss kommst, nicht nur mit der Liebe hinsichtlich zu einem Gegenüber, einem Partner, sondern auch mit anderen Dingen, ne? Vielleicht hast du da auch vieles unter einen Hut zu bekommen und ja,
Erst sind es dir da auch so deine Möglichkeiten, Varianten, Wege, ne? Hast Visionen. Es kann auch für die Verliebtheit stehen, also dass du eben auch schon ziemlich stark von dieser Energie der Venus im Krebs erfasst bist, ne? Und stark in Verliebtheit. Ne? Aber schauen wir mal, wie sich das dann noch weiterentwickelt. Ne? Ja, hier scheint es, oder vielleicht ist es wieder Verliebtheit. Ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht ist hier scheint noch nichts Festes einfach miteinander im Gang zu sein. Aber schauen wir, es kann natürlich auch in einer schon bestehenden Beziehung neue Verliebtheit natürlich hineinkommen. Ne? Dein Gegenüber, ja, 10 der Münzen. Super glücklich in Hülle und Fülle, innerer wie äußerer Reichtum, aber eben wirklich in seinem gesamten Umfeld, im familiären Umfeld. Ja, vielleicht ist da jemand auch entweder noch ja anderweitig eben gebunden, ne, und eigentlich auch glücklich und zufrieden in seinem Umfeld, oder ihr seid es gar eben miteinander und es kommt hier starke Verliebtheit hinein. Schauen wir mal, was kennzeichnet aktuell euer Miteinander. Hier ist eben der Münzen. Ja, ne, es ist hier ein werdendes Elternpärchen angezeigt. Ne? Das ist schon möglich, dass ihr auf Nachwuchs wartet. Ne? Ja, das insofern könnt ihr tatsächlich auch schon da im Miteinander, beständigen Miteinander sein. Aber das kann auch sein natürlich, ne, dass du ja vielleicht auch schwanger bist von einem Gegenüber, der sonst ne, in eigenem familiären Umfeld sonst lebt und du ja da sozusagen die Geliebte der Geliebte bist. Ne? Vielleicht, ne, 7 der Münzen grundsätzlich heißt ja, Geduld zahlt sich aus. Ja. Da gilt es, etwas abzuwarten. Ne? Tu du derweile das, was du tun kannst. Ja. Tut miteinander das, was ihr tun könnt. Ja. Ja. Da einfach auch noch Entwicklungen abwarten. Ne? Das Gras wächst nicht schneller dran, wenn man sieht. Ne? Also natürlich, wenn ich das hier sehe, falls hier wirklich ein Gegenüber noch in eigenen familiären Verhältnissen gebunden ist, ne? Und du Geliebter, Geliebte bist, ne? Dann ja, schau einfach wirklich, ob du das willst. Ne? Ob du das ernten willst, ne? Was du da ernten willst, was du anstrebst. Ne? Aber ne, vielleicht seid ihr auch schon auf dem Weg dahin. Ne? Ja, ins Miteinander einfach auch. Ne? Vielleicht auch in die Elternschaft, wie gesagt. Ja, welche Energie bringt die Venus jetzt für dich mit? Ne? Venus in Krebs. Ja, die 8 der Kelche. Ja, dass du dich aufmachst, ne, auf neue Wege machst, aufmachst zu deinen 2 Kelchen, zur Beziehung auf Augenhöhe. Das kann hier in den Zusammenhängen tatsächlich dann auch bedeuten, ne, dass du dich aus dem geliebten Status auf den Weg machst. Das hinter dir lässt, ne, weil dich diese Situation einfach auch nicht mehr zufrieden macht. Ja, weil du 2 Kelche einfach für dich haben möchtest, ne? Und hier nicht noch irgendwie ein dritter Kelch eine Rolle spielen soll, ne? Also, wie gesagt, hier ist die Differenz ja die 3 der Kelche, die kann auch für eine Dreierkonstellation stehen. Tatsächlich. Und der Kelch, der kann verschiedenstes sein. Ne? Das kann ein anderer Mensch sein. Das kann sein, dass du eben wirklich ihr geliebter Geliebte bist. Und ja, das kann aber eben auch wirklich sein, dass hier jemand sehr mit seiner Arbeit verheiratet ist, einfach höchst intensiv. Ja? Oder eben sehr integriert ist in Familie
und dir das einfach auch nicht mehr gefällt, ne? Du dich da auf den Weg machst, jetzt ganz entschieden, auch trotz mancher Befürchtungen, mancher Ängste. Ja, ne, das zeigt der Mond an, ne, und sie geht in der Dämmerung, macht sich in der Dämmerung auf den Weg, ne, also hat dann noch keinen klaren Weitblick, wo es wirklich hingehen wird. Sie ist nur einfach wirklich angetrieben, ne, davon wirklich aufrichtige, ehrliche Liebe, ja, auch ungestörte Liebe zu finden, ne. Dein Gegenüber, das Rad des Schicksals. Na, da kommt etwas in Bewegung. Vielleicht machst du dich auch tatsächlich aus gemeinsamen familiären miteinander auf den Weg. Ja, und mir kommt hier gerade noch das Szenario hinein, ne, dass du dich selber verliebt hast. Ne? Und ja, dein Gegenüber hier eben ganz bei der familiären Situation ist, vielleicht auch sehr auf Stabilität und Sicherheit und Geld bedacht ist, ne? Ja, sehr bodenständige, vielleicht ein wenig festgefahrene Vorstellungen hat und ja, du das einfach auch nicht teilen kannst, ne? Weil dir hier vielleicht einfach auch die Liebe zu kurz kommt und dich von daher auf den Weg machst, ja. Da dreht sich natürlich verständlicherweise das Rad des Schicksals dann. Ne, da wendet sich plötzlich eine Situation, also werden die 10 Münzen dann vielleicht auch ganz schnell zu 5 Münzen. Ne? Schauen wir mal auf das Gemeinsame. Königin der Kelche. Naja, vielleicht lernt da aber einfach auch jemand wirklich gut draus. Ne? Gerade, ne, wenn da die Sensibilität ja auch in jedem von uns einfach auch so stärker wächst durch diese Konstellation, ne, dann ja, kommt ja einfach auch viel mehr Gespür hinein für das, ne, was dem anderen fehlt, was ihn wegtreibt, ne, was ihn vielleicht einfach auch dahin treibt, sich seinen Kelch, ne, woanders zu suchen. Ne? Ja, Königin der Kelche. Das ist sehr passend hier, ne? Für die Venus im Krebs. Ja, die Königin der Kelche, die steht durchaus eben auch für Krebs. Ne? Ja. Da kommt sehr viel Liebe hinein, ja. Die Königin der Kelche steht für sehr, sehr viel Liebe, aber sie steht halt wirklich auch dafür, ne, dass sie gut für den eigenen Kelch der Liebe sorgt. Ne? Also schaut, dass er einfach auch gefüllt ist, trägt ihn niemanden hinterher, ne, verschwendet ihn, also gibt gern davon ab, aber verschleudert ihre Liebe einfach auch nicht. Ne? Ja. Möchte, dass er einfach auch anderweitig anerkannt ist. Ne? Ne? Vielleicht kommt das hier zum Verstehen. Ne? Kommt hier ganz kräftig etwas in Bewegung. Ne? Also nicht dahingehend, dass hier da 5 Münzen draus werden, sondern dahingehend, ne, dass gelernt wird. So. Bekomme ich das jetzt hier gerade mehr rein, ne? Und das ist etwas sehr Wesentliches, ne? Ja, hier darf eben wirklich das gemacht werden, was getan werden, was zu tun dran ist, ne? Wenn es an manch anderen Stellen gerade nicht weitergeht, ne? Aber an der Stelle die Liebe einander zu bekunden, ne? Damit da jemand eben nicht geht, ne? Ist das Wichtige und Wesentliche ist das, was gerade dran ist. Vier der Münzen, ja, die Perspektive, Sicherheit und Stabilität, ne? Ja,
Und wenn die hier zu den drei Münzen dazukommen, ja, dann kommt sozusagen auf die 10 Münzen noch eins drauf, eine Chance, eine neue Chance auf Glück, Glück miteinander, ja. Glück auf gemeinsame Stabilität und Sicherheit dann wirklich, ne? Ja, gilt es aber eben, so manches vielleicht auch loszulassen, ne? Ja, altes Denken, altes Verhalten, alter Umgang miteinander, ne? Ja, gerade auch, ne? Dieses nur auf Sicherheit und vielleicht Finanzen, Besitz, Ansehen fokussiert zu sein, ne? Ja, aber es bildet sich einfach auch wieder neue Stabilität, ne? Gilt es aber vielleicht auch immer wieder, ne, das Loslassen zu üben, ne? Sich auch selber immer wieder, ja, kundzutun, ne? Wie das Empfinden ist. Ja, schauen wir mal noch, welcher Tipp euch mitgegeben wird aus dem Engel der Liebe Orakel. Ja, welcher Tipp wird dir mitgegeben? Versöhnung, ja, na natürlich, die Kelche können dafür schon dann einfach auch stehen, ne? Versöhnung, Heilung, ja, jemand aus deiner Vergangenheit kommt erneut in dein Leben. Dies könnte der, die Richtige sein, du bist deinem Liebespartner, den du suchst, bereits begegnet. Naja, also falls du jetzt nicht in einer Beziehung bist, ne, sondern einfach mit Wunschpartner unterwegs oder beziehungsweise als Single, ja, und dir einen Partner wünscht, ja, dann bringt das für dich mit, dass du dich wirklich auch gezielt auf den Weg machst, ja. Und sich bei einem Gegenüber, den du vielleicht auch noch gar nicht kennst, ja, oder aus Vergangenheit kennst, ne? Hier sich vieles auch jetzt ändert. Ne? Da kommt etwas in Bewegung. Ne? Kann sein, dass hier jemand wirklich einfach ja, aus seinen schon sehr stabilen Familienverhältnissen tatsächlich rausgeht. Ne? Aus Eigenliebe einfach auch. Ne? Weil ihm oder ihr da die Liebe zu kurz kommt. Ne? Ja, oder es können einfach insgesamt auch stabile Verhältnisse sein, ja, dass wirklich das Miteinander mit anderen im familiären Rahmen der Ursprungsfamilie und mit Freunden und arbeitsmäßig da alles wirklich tippitoppi ist und stimmt, ne, gute Eingebundenheit vorhanden ist, ne. Ja, aber das natürlich einfach nicht wirklich glücklich macht und ihr beide da eigentlich auf der Suche seid und wartet, ne? Auf ja, eine intensive Liebe, ne? Ja, für dich. Und dann noch, bringe deine Liebe zum Ausdruck. Sei mutig und gehe einen Schritt auf deinen Wunschpartner zu. Ja, genau. Gerade wenn du denjenigen schon kennst und ihm schon begegnet bist. Na, oder vielleicht, na, wenn in Beziehungen hier auch irgendwie Streitigkeiten angefallen sind, Zwistigkeiten, Liebe zu kurz gekommen ist, ja, dann äußere dich einfach auch, ne? Äußere dein Bedürfnis. Na, das ist schon auch wichtig. Na, und heilsam für euch im Miteinander auch, ne? Ja, für dein Gegenüber. Was gibt es da für Botschaft? Deinen Seelengefährten herbeirufen. Deine Gebete, Affirmationen und Visualisierungen helfen, euch zusammenzubringen.
Ja, ne, da darf einfach auch Unterstützung in Anspruch genommen werden. Ne? Denn ja, hier ist auch das Bedürfnis nach Seelengefährdentum vorhanden. Ne? Mindestens eben auch der Wunsch. Ne? Ja. Göttliche geistige Welt darf da eben auch um Unterstützung gebeten werden. Ne? Und hier haben wir noch an der Unterseite, gib deiner Beziehung eine Chance. Arbeite an deiner Partnerschaft. Ja. Na, das ist dann für die Variante, ne? Wo du versucht bist zumindest, ja. Oder dich gar schon auch auf den Weg machst. Und ja, äußere dich einfach. Ne? Kommunikation ist ja wichtig. Haben wir jetzt nicht durch Stäbe und Schwerter angezeigt hier. Ne? Insofern ist es wichtig, wirklich Gefühle einfach auch zu äußern, zu zeigen. Ne? Ja, aber eigentlich die Königin der Kelche kann das gut. Manchmal etwas dramatisch vielleicht. Vielleicht kommt es auch zu Streit. Aber ne, kommt dann einfach auch raus, was einem am Herzen liegt, ne? Was einem wichtig, lieb und wert ist. Ja, ich haltet euch da nicht zurück, ja. Kommt ins Fließen. Ja, und lasst einfach vielleicht doch wirklich Altes los. Ich wünsche euch einen sehr gesegneten Lauf damit. Es wird hier eine fortsetzende Legung geben, über den Link in der Infobox zu erreichen. Und da schauen wir einfach mal, ja, was dein Gegenüber denkt und fühlt. Ne? Wir wollen das mit der Legeform des Auges, das ich hier jetzt einfach mal für die Fortsetzung nutzen möchte, für alle ja, erkunden. Ja? Wenn ihr mögt, wenn es euch tiefer noch eben interessiert, was du dann auch tun und machen kannst, tun und lassen kannst, ja, dann schaut gern da vorbei. Ne? Ja. Ansonsten alles Liebe und Gute und bis ganz bald. Eure Tara von Tarot Rainbow.